Oha, ganz schön nass hier und auch matschig. Ich sitze hier mitten in der Ostsee auf dem Ponton zwischen der Insel Rügen und der Insel Hiddensee und habe hier ein defektes Glasfaserkabel in der Hand und das reparieren wir heute. Damit unsere Techniker nicht wie wir nasse Füße bekommen, haben wir denen einen Ponton gebaut. Bei mir ist der Paul. Paul, was wird hier heute eigentlich gemacht? Heute wird dieses Kabel repariert. Dafür wird ein Ersatzstück zwischen den defekten Enden gebaut. Ist das was Besonderes, ein Seekabel zu reparieren, oder muss ich mir das vorstellen wie an Land? Ein Seekabel ist schon besonders, weil es eine Stahlbewehrung hat und die Muffen nachher im Seewasser liegen. Und das sind spezielle Muffen dann. Und warum hat das Kabel eine Stahlbewehrung? Damit es die Kräfte im Wasser ab kann und es ist eine höhere Belastung für so ein Kabel. Jetzt seid ihr Kollegen der Telekom, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, sondern ihr kommt aus Niedersachsen, aus Leer. Warum kommt ihr aus Leer und was ist das Spezielle, was ihr könnt? Wir haben in Leer ein Seekabellager, wo Ersatzlängen liegen, falls mal irgendwo was kaputt geht, und auch spezielle Muffen zum Reparieren. Und das ist eigentlich bei der Telekom, glaube ich, jetzt in Deutschland einmalig. Und ihr repariert in der Regel, wenn ihr sowas macht, oder legt Kabel zwischen dem Festland und den ostfriesischen Inseln? So war es eigentlich gedacht, aber wie man sieht, kann es auch in der Ostsee kaputt gehen. Seekabel reparieren, ist das etwas, was häufiger vorkommt? Gott sei Dank nicht, aber wir sind einsatzbereit, wenn es denn mal soweit ist. Und wir haben die Materialien auch vorrätig, sodass wir das machen können. Für die rund 1000 Bewohner der Ostseeinsel Hiddensee bedeutete das Ende Februar kein Festnetz, kein Mobilfunk und auch kein Internet. Erinnern Sie sich an Ende Februar diesen Jahres? Ja, da war hier keine Internetverbindung und kein Telefon. Ne? Ich konnte zu Hause keinen Wetterbericht gucken im Internet, ne? Was für mich eigentlich wichtig ist. Ne? Wenn wir auf See waren, dann hatten wir wieder einen anderen Funkmast, dann ging das, aber hier auf Hiddensee war alles tot. Ne? Im Februar diesen Jahres hat der lokale Zweckverband hier Verlegearbeiten zwischen Rügen und Hiddensee vollrichtet und dabei mit einem großen Verlegebagger unser Kabel im Wasser gerissen. Und jetzt wird das repariert. Das dauert jetzt schon ein paar Tage. Was passiert hier? Ja, am ersten Tag, also am Montag, haben wir beide Kabelenden freigelegt. Am zweiten Tag, am Dienstag, haben wir die erste Muffe montiert. Und heute findet die Montage der zweiten Muffe statt. Und morgen wollen wir das Kabel dann auf die Dämpfung prüfen, also eine Qualitätsmessung. Und dann wird in ein paar Tagen von dem Provisorium, über das wir jetzt die Insel Hiddensee versorgen, wird zurückgeschaltet auf unser Kabel. Warum machen wir das? Das machen wir, weil das Geld kostet. Der Energieversorger macht das nicht umsonst, uns Fasern zur Verfügung zu stellen. Und zum anderen ist die Versorgung der Einwohner und Gäste der Insel Hiddensee durch unser Netz natürlich besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion unterhalb. Und ansonsten sage ich einfach Tschüss von Rügen.